So, wir melden uns das erste Mal vom Timmendorfer Strand bei den deutschen Beachvolleymeisterschaften. Und einer, der das unzähligste Mal hier ist, ist der Herr Prüsen. Seppel, wie sind deine Gefühle und die Emotionen mit UV-400 PVC-Free? Wieder in Timmendorf zu sein. Das wievielte Mal ist es jetzt? Keine Ahnung. Was war deine beste Platzierung? Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, 4. Platz. Ja, Verletzung von Bonn auskurieren? Ja. Erstes Spiel gegen Brink-Reckermann? Morgen. Um? Weiß ich nicht. Technical Meeting ist? Heute. Wann? Weiß ich nicht. Müssen wir da hin? Du. Für euch. Gut. Du grübelst immer noch über die Eröffnungs... Zeremonie nach, was heute passiert. Letztes Mal ein großer Chacarun-Tanz. Heute? Nichts. Okay. Gegen Brink-Reckermann. Der einzige Ziel ist, als erster nicht lachen. Das kommt nicht authentisch. Es war jetzt 5 Minuten, wo ich nicht gelacht habe. Okay. Das würde, also, sollte aber reichen. Dein großes Ziel ist eigentlich an diesem Wochenende wieder vor Julius am Netz zu sein. Ja. Aber bitte mach das nicht öffentlich, weil der ist schneller eigentlich als ich. Ja. Nicht, dass er sich auch wirklich anstrengt und ich stehe dann da wie so ein... Aber habe ich nicht gestern irgendwas gehört, dass du eventuell tierische Unterstützung mitbringst? Ein Windhund oder so? Ein Windhund, das weiß ich noch nicht. Das muss ich erst mit meinem Partner besprechen. Okay. Ja, dann soweit. Wollen wir in der Konzentration nicht mehr stören. Dann wünschen wir viel Glück und sprechen uns dann spätestens im Bereich zur DM-Meisterpressekonferenz. Danke sehr. Jetzt fangen wir gar nicht erst an, was Herr Wessel, Interview schon mit deinem Partner bekommen. Was glauben Sie, wird es dieses Jahr dazu kommen, auch dein erstes Mal in Timmendorf, dass jemand deinen Namen richtig ausspricht? Auf gar keinen Fall. Bei der Begrüßung. Das ist auch nicht passiert. So schwierig auszusprechen, das ist einfach unmöglich. Stimmt. Der Wiese. Ja, wie ist es in den diversen Gazetten der Welt stand, dass du dir deinen Traum erfüllt hast? Kannst du eigentlich die Emotionen rauslassen und abgepult spielen? Unser Team lebt ja von den Emotionen. Ne? Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Das wäre ganz Team gut. Lebt ja von den Emotionen. Es geht ja gar nicht anders. Ja, hab mir eben gemerkt. Siehst du, so emotionaler Mensch. Ja. Und das Gute ist, diesmal keine Quali, oder? Stimmt. Würde es eine Quali geben, ich denke, wir wären dabei. Fällt mir jetzt also auf, ich spiele gar keine Quali. Das heißt, vielleicht gibt's. Da geht was. Nur 3 Tage Krämpfe. Der Eiernacken will ja heute schon wieder trainieren. Das ist ja wie Quali quasi. Ja, aber das ist ja noch offen, weil du das Training angemeldet hattest. Ob das der richtige Zettel war. Ja, Henk, ansonsten schön hier zu sein, das Wetter ist auch gut. Es ist wunderschön hier. Und was rechnest du dir aus? Teilnahme, ne? Okay, also. Ja, noch ist es Teilnahme an 2 Spielen. Noch stehen wir nicht auf dem Feld. Okay, achso. Noch ist auch noch offen, ob ihr euch richtig angemeldet habt. Ja, Seppel hat ja alles gemacht, deswegen. So nämlich. Man weiß ja nicht, ob es wirklich alles so korrekt war. Gut, dann wollen wir dich auch nicht in der Konzentration länger stören. Und bis dann die Tage. Dann halt jetzt auch die Fresse.